voll. Wie war es denn? War doch gut, was ich gemacht habe. Wir haben ja sehr Vertrag bekommen. Niemand hätte sowieso gewinnen können heute. Das war unmöglich. Ich hatte alle Argumente. Merkel, was ist Merkel? Politik ist Politik. Wirtschaft ist Wirtschaft. Glaub mir, ich habe das richtig gemacht. Für mich, für dich, für deine Familie. Denk an deine Kinder. Aber du weißt doch genau, was wir denken. Denk an deine Kinder. Das ist kurzfristig gedacht, was wir gemacht haben. Das war nicht kurzfristig. Das war sehr gedacht. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht gestern Abend, bevor ich ins Bett gehe. Du weißt doch, wie ich bin. Natürlich, ich handle nicht wie du. Ich weiß, wie du bist. Aber wir haben das Vertrag heute abgeschlossen. Das ist doch gut. Ja, und nächstes Jahr. Du bekommst dann 65%. Der Atomausstieg ist beschlossen. Ich meine, wenn es zu einer Katastrophe kommt, ist der Vertrag futsch und völlig unsinnig. Da gibt es keinen Vertrag futsch in Europa, weißt du doch. Du weißt doch. Da war noch nie eine Katastrophe in Europa. Da wird doch nie einen geben. Glaub mir. Und Fukushima? Ich meine, die sind weit genauso weg. Wie... Das ist weit weg. Das ist nicht mal in Europa. Die haben auch andere Gesetze. Ich weiß nicht, aber ich habe erfahren von Areva, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, dass die Zentrale aufgebaut haben. Und denkst du, die Bedienung, Energie, das Wetterbedienung, was sie da haben, haben wir das in Europa? Wir verpassen eine Chance. Wir verpassen die Chance, von der Atomenergie weg zu erneuerbaren Energien. Nein, das ist so Quatsch, was du das redest. Ja. Wir haben beide Seiten. Für die beide Seiten bringt uns Geld. Für die neue Energie, für die alte Energie. So musst du denken. Geschäft, Geld bringen, Arbeit geben. Das ist die Zukunft. Deswegen hat Merkel mit mir zugestimmt. Meinst du, der Deutsche Bank, der Vorsitzende von der Deutsche Bank, hätte es zugelassen, diesen Vertrag abzuschließen heute? Niemals hätte er das gemacht. Niemals. Wir haben jetzt den Vertrag in der Tasche. Merkel ist auf unserer Seite. Der Vorsitzende, Herr Müller von der Deutsche Bank, hat zugestimmt. Draghi ist auch dabei. Er bringt uns Geld. Willst du damit sagen, weißt, dass die Öffentlichkeit mehr? Die ganze Zeit hier... Die Öffentlichkeit braucht das nicht zu wissen. Niemand wird erfahren von dir. Niemand, weißt du doch. Das bleibt hier intern, unter uns. Na gut. Paul, denk an deine Familie. Ich verlasse mich schöne auf dich. Frau. Ich verlasse mich. Denk an deine schöne Frau, deine schönen Kinder. Lass uns die Zeit genießen. Na gut.